willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres letzten Heimspiels des Jahres und Nachholspiels am Mittwoch um 17 Uhr gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. Vorab noch ein Hinweis zur Planung. Aufgrund der derzeitigen Wetterlage mit Dauerfrost und durchgehenden Minustemperaturen ist aktuell noch nicht sicher, ob das Spiel stattfinden kann. Morgen tagt die Platzkommission, Spielkommission. Dann sind wir hoffentlich schlauer. Sobald wir etwas wissen, informieren wir euch natürlich sofort. Dann noch mal ein Hinweis auf unser Weihnachtssingen, welches am Freitag von 19 bis 21 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kreischorverband hier im Waldstadion stattfindet. Alle Infos hierzu findet ihr auf unserer Homepage. Wir würden uns über viele Mitsänger oder Zuhörer freuen. Kommen wir nun zum Spiel. Bei mir ist heute wie immer unser Cheftrainer Timo Wenzel. Timo, wie blickst du auf unser letztes Heimspiel des Jahres und wie sieht die aktuelle Personalsituation aus? Also zur Personalsituation sieht es so aus, dass wir alle fit sind, dass alle gut drauf sind. Keiner ist krank, keiner ist verletzt. Mark Ressel ist gestern Papa geworden. Da nochmal liebe Grüße an seine Frau und an die Kleine und an ihn natürlich auch. Das war eine tolle Neuigkeit gestern und ansonsten, wie gesagt, sind alle fit. Und zum Spiel am Mittwoch ist so, ja, es ist halt so in der Schwebe, ja, ob wir spielen können oder nicht. Wir bereiten uns aber so vor, dass wir am Mittwoch ganz normal spielen werden. Ja, Hoffenheim ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die wirklich auch dieses Jahr wieder brutal guten Fußball spielt. Einen erfolgreichen Fußball, sind mit einem Spiel weniger wie wir uns auf den Fersen. Haben zwei Spiele weniger, spielen dann am Samstag dann noch gegen Kassel, aber nochmal. Ja, wir haben in meinen Augen in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Freiburg und sind in einem guten Lauf und wollen den Lauf natürlich am Mittwoch dann auch fortsetzen. Und unser großes Ziel ist, am Mittwoch zu gewinnen und auf Tabellenplatz 2 vorzustoßen. Das ist das ganz große Ziel von uns allen, von Mannschaft, vom Trainerteam, von Präsidium etc. Und darauf arbeiten wir. Fragen bitte. Gibt es taktisch bedingt Änderungen? Eventuell, oder? Kann ich Stand jetzt gerade nicht sagen, weil wir heute und morgen noch und dann am Mittwoch noch drei Einheiten haben vor dem Spiel. Es kann immer wieder noch was passieren. Aber so wie es jetzt momentan aussieht und alle fit sind, will ich da nichts Großartiges ändern. Vielleicht kann man auf ein, zwei Positionen, wo man sagt, okay, kann man vielleicht was ändern, aber wir bereiten uns jetzt gerade vor auf Hoffenheim, wie Hoffenheim spielt und dann schauen wir, was die beste Lösung ist. Na gut, Sie müssen ja irgendwie schon Gedanken haben, ob man vielleicht irgendwo auf irgendeiner Position was ändert. Gibt es da schon irgendwelche Ideen oder? Oder kann es auch sein, dass die gleiche Mannschaft wieder spielt? Ich sage ja gerade eben, dass wir jetzt noch drei Tage Zeit haben. Wenn sich morgen einer verletzt, muss ich wechseln. Wenn sich jetzt keiner verletzt. Wenn sich keiner verletzt, wenn du 5-1 gewinnst, dann hat die Mannschaft viel gut gemacht. Aber nochmal, wir spielen gegen eine andere Mannschaft dann. Es sind vielleicht andere Spielertypen dann auch dabei, wo vielleicht der eine oder andere vielleicht ein bisschen besser passt. Und von daher müssen wir erstmal Hoffenheim nochmal anschauen. Wir haben sie schon ein paar Mal gesehen, jetzt schauen wir sie nochmal an und dann werden wir entscheiden, wie wir spielen. Also taktisch bedingt ist es nicht ausgeschlossen, kann man mal so sagen. Wir werden am Mittwoch spielen, ganz normal. Und dann wird man sehen. Naja, ich muss irgendwas schreiben. Sie haben jetzt einmal gesagt, 5-1, da gibt es nichts zu ändern, wenn man gewinnt. Auf der anderen Seite, ja, da müssen wir auch irgendwie hoffen haben. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht bis Mittwochabend sich was anderes noch ausdenkt, dass vielleicht doch taktisch bedingt was die Möglichkeit besteht, oder wollen Sie es ausschließen? Also nochmal, Sie sagen jetzt gerade eben, ich sag das oder ich sag das. Ah ja, Sie haben wir jetzt haben zwei Sachen gesagt. Wir haben jede Woche eine PK. Jede Woche eine PK. Ja. Ich stelle mich jedem Fragen. Ja. Jede Woche, dann heißt wieder, der redet nur das oder der redet nur das. Oder ich kann doch nicht jede Woche immer irgendetwas anders sagen. Also, nee, ich wollte ja nur wissen für das Spiel gegen Hoffenheim. Ich habe doch gerade eben gesagt, dass wir schauen, welcher Spieler zu welcher Position vielleicht dann in dem Spiel besser passt, weil Hoffenheim eine andere Mannschaft ist wie Freiburg. Also und mehr kann ich dazu nicht sagen und muss ich auch nicht, weil wir einfach immer wieder ein offenes Gespräch haben und ich probiere die Antworten, die Fragen so gut zu beantworten, wie es nur geht, aber ich kann ja nicht alles preisgeben, das geht ja nicht. Nee, das erwarte ich aber nicht, aber Sie haben jetzt zweierlei Sachen gesagt. Einmal, was soll ich ändern bei einem 5-1, auf der anderen Seite muss ich gucken, also es ist alles möglich. Natürlich. Entweder ändern Sie was oder Sie blasen es. Ja,
Das wollte ich wissen. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Nein. Dann bedanke ich mich, und da das ja auch unsere letzte Spieltagspressekonferenz vor der Winterpause ist, wünsche ich schon mal allen Fans und Pressevertretern schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Mittwoch im Waldstadion.